Oh mein Gott. Heute habe ich sie übelst verkackt. Alter. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Mal eine andere Begrüßung als sonst. Ja. Ich hoffe trotzdem, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt bis jetzt. Ja. Wie soll ich sagen? Wir haben eine Stunde Verspätung wieder. Oder ich, ja. Ich habe eine Stunde Verspätung. Tut mir leid. Ich war ein bisschen zu lange draußen, habe ein bisschen die Zeit verschätzt. Plötzlich war die Zeit übel schnell rum. Und ja, ich habe gesagt, spätestens 3 Uhr. Jetzt ist 4 nach. Nicht ganz 3 Uhr gepasst, aber ja. Oh man. Langsam habe ich Stress. Ja, eigentlich. Eigentlich mache ich mir selber der Stress. Ich sollte mal schauen, dass es weniger wird. So. Jetzt kommen wir zu dem, was wo wir gestern verblieben sind. Wir waren ja zuletzt eigentlich beim Schwarzen Hochhaus. Waren wir. Das zeige ich euch erstes Mal. Okay, als erstes noch den Medaillentyp. Wartet kurz. Also ich habe gestern nachgeschaut. Bin Demeteros. Ich habe die 3 Pokémon habe ich mir geholt in ihrer normalen Form. Hab's nochmal versucht, also bei Boreos und bei Voltolos, ob Demeteros dann erscheint. Nein, es erscheint gar nicht. Ich habe nachgeschaut bei PokéWiki und es steht bei Pokémon Schwarz 2 oder Weiß 2 erscheint Demeteros gar nicht, auch Voltolos nicht und Boreos. Es erscheint wirklich nur beim Traumradar, also damit man ja diese Form bekommt, diese hier und genauso diese hier. Na gut, wussten wir halt nicht gestern. Dann bin ich für nichts dort immer wieder hingelaufen. Medaillentyp. Und jetzt bevor, dass wir das Schwarze Hochhaus weitermachen, gehen wir ein oder zwei Pokémon noch einfangen. Da bist du ja endlich, Dreamer. Du lässt nichts anbrennen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Okay, 20 besiegt. Und hier hast du gleich noch eine. Hier nimm. Einfach leer gefegt. Ah, wenn wir wahrscheinlich eine Ebene vom Schwarzen Hochhaus komplett gemacht haben. Irgendwas so. Okay, bevor wir dorthin fliegen, gehen wir noch als erstes reichlich Pokébälle einkaufen. Zum Glück hat das funktioniert. So. Die Bälle sind ja hier. Wie viele von denen haben wir noch? Na komm. Schade, da nie genügend dabei zu haben. Wir kaufen auch von den Finsterbällen natürlich noch ein bisschen ein, weil die auch sicherlich gut sein werden. Falls ja die Luxusbälle halt garbage sind. Als ob haben wir 655.000. Ich glaube, das Schwarze Hochhaus hat uns übelst viel Cash gegeben. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, wir haben alle nötigen Bälle. Wir schauen mal, wie viele Hyperbälle haben wir. Ja gut, kann es vielleicht sein, dass ich das gebraucht habe beim Cheaten. Ja, das ist so übel strange gewesen. Man kann... Sorry. Dieser Code hat irgendwie gemacht, dass 654... Nein, 649 Pokémon, Meisterbälle in den Beutel kommen. Genauso gibt es auch Pokémon im Pokédex. Also mit dem nationalen Dex gerechnet. Und dann hat man noch 100 Hyperbälle bekommen. Und die Hyperbälle sind das Level. Und ja, die Meisterbälle sind die Nummer. Ist die Nummer von den verschiedenen Pokémon. Und je nachdem, welche Zahl dort steht und man L plus R drückt, erscheint dann dieses Pokémon. Das gewünschte Pokémon erscheint dann von der Zahl her und
dann das gewünschte Level von den Hyperbällen her. Wegen dem haben wir so viel. Boah, das war jetzt ein bisschen Erklärung. Ja, von denen müssen wir doch ein bisschen. So. Dass wir einfach 50 Stück haben. Ich glaube, das reicht jetzt wirklich bis Ende Spiel vollkommen aus. Ja, komm, heilen wir noch schnell die Pokémon. Also auch, wenn wir heute Verspätung haben, machen wir bis 5 Uhr. Dass wir einfach gemütlich unsere 2 Stunden haben. Ja, let's go. Gehen wir das Pokémon einfangen. Ich sage bewusst noch nicht den Namen für die, die vielleicht das noch nicht mitbekommen haben. Für die, die es kennen, die wissen jetzt schon, wer kommt. Und es regnet hier. Okay. Zum Glück müssen wir nicht mal so weit weglaufen. Also von zwischen den Punkten laufen. Ja, genau, das meinte ich. Ja. Einfach nicht beachten, Leute. Ist doch ein bisschen schwer. Okay. Hier? Ja, hier ist richtig. Okay, bei ihm jetzt. Geil! Wir haben den Altbärenstein bekommen. Nice, das ist Aerodactylen. Das habe ich mich ja letztens gefragt, ob man überhaupt, Altbärenstein bekommt. Ich habe zwar nur Bernstein gesagt, aber ich meinte eigentlich das hier. Wir gehen jetzt einfach so, obwohl. Ah, ich glaube, wir hätten auch einfach. Es war jetzt ein bisschen lost. Aber so kommen wir auch hin. Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ich habe es mir ein bisschen länger gemacht, als es eigentlich gehen sollte. Ist doch Wayne. So. Okay, wir sind da. Gut. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Let's go. Hä? Es ist plötzlich irgendwie blau geworden. Warum das denn? Hä? Okay, das war strange gerade. Es hat plötzlich nicht reagiert. Okay. Ich habe nur gespeichert. Eisbergkammer. Genau, wir haben jetzt die Eisbergkammer freigeschalten. Das ist das ganz linke Pokémon. Da wartet es schon. Ich finde Regieis übelst nice. Ich bin mal. Obwohl ich schon ein bisschen, die neuen Regis kritisiert habe. Ich bin mal gespannt, Ende Jahr, wie die Regis so herauskommen. Also, ja, man hat ja das Design ja schon komplett gesehen. Aber inwiefern das mit der Spielwelt zu tun hat, ob es irgendwas. Also ich habe auch gesehen, Regirock, Regieis, Registeel gibt es auch noch. Und vielleicht braucht man die 5, um dann Regigigas zu erwecken. Irgendwas so. Wieder Classic Story wie hier. So. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder was gespoilert. Die Pokémon-Statue von der die Kraft von Eis ausgeht, bewegt sich. Zing, zing. Okay, zing, zing. Ja, wir können ihm halt übel Schaden zufügen. Wegen dem wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ich setze nicht die Meisterbälle ein. Das kann ich euch schon jetzt sagen. Auch wenn wir 600 irgendwas haben. Das wäre natürlich einfach, aber das war nur für Cheat-Zwecken. Wir hätten sie auch eigentlich. Also ich hätte sie gerade in den Müll werfen können. Wir benutzen sie jetzt einfach gar nicht. Okay. Einmal Flottball hat leider nicht funktioniert. Ich mach mal bei 7 Safe State. Wir probieren mal. Ich glaube, er geht down. Oh mein Gott. Also besser geht's nicht, Leute.
Schon wieder. Blitzkanone einfach. Okay, bei 6 habe ich mal gespeichert. Damn, war das gut. Okay, probier mal. Komm. Geh in den Luxusball. Okay, bewegt sich 0. Ja, mach ruhig. Zielschuss. Na, ich probiere nochmal, komm. Wir können ja dreimal Luxusball und dann dreimal Hyperball, dreimal Luxus. Zwar, ich glaube bei den Regis war immer ein Finsterball gut. Zwar verwechsel ich das vielleicht gerade mit Titran. Könnte auch sein. Bei Finsterball gab es ja eigentlich bei Höhenregion noch nicht. Ja, okay. Übelst der Vergleich. Ich setze auch nicht die Hyperbälle ein. Warte, was? Ich habe doch gerade von unten gebraucht. Warum hat's? Oder zieht zwei Hyperbälle auf einmal ab? Ach komm. Okay, nochmal. Also ich muss sagen, Regieis ist übelst lästig. Also es bewegt sich gar nicht. Okay. Hä, was ist mit... Was ist mit diesem Pokémon los? Es bewegt sich null. Nein! Das erste Mal, das es bewegt hat und fast hätte es geklappt. Okay, ich glaube, wir wissen, welche Bälle das man jetzt einsetzen kann. War Glück. Ist aber wirklich hartnäckig. Okay, aber beim Finsterball sieht es am besten aus. Ist halt ein bisschen blöde, dass es Ladestrahl beherrscht. Weil sonst hätte ich Symbolare eingesetzt. Ja, mal überlegen, hä? Mal überlegen. Achso, macht das wieder so viel Schaden. Okay, nochmal. Schade, habe ich von den Timerbällen nicht mehr eingekauft. Komm, Finsterball. Ja, nice, nice. Gut, wir haben Regieis. Nice, Regieis. Geil. Sein Körper besteht aus Eis aus der Eiszeit. Aus welcher Eiszeit denn? Es gab ja mehrere. Es kontrolliert gefrorene Luft, die minus 200 Grad kalt ist. Okay. Alright. Ey, wir haben es eingefangen. Das Blöde ist jetzt... Wir müssen nochmal zurück zur Stadt laufen. Wir müssen drei Pokémon mitnehmen. Das sind natürlich ja Regirock, Regieis und Registeel. Weil sonst kommt das letzte Pokémon nicht. Das ist wirklich Regigigas ist einfach das letzte Pokémon, was wir einfangen müssen. Das war so typisch. Oder ich hätte es mir einfach denken können. Ich habe mich letztes Mal so aufgeregt wegen Regigigas. Ich glaube, es hatte nur ein KP. Ich weiß nicht, ob es hier genau gleich ist. Ich glaube es schon. Dass es nur ein KP hat.
irgendwie auch eine komische Fähigkeit. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie es eben geändert. Bei uns hat es bei Platin irgendwie gehabt. Komischerweise. Okay. Okay, Regieis. Wir platzieren mal alle hier schnell hier unten hin. So. Jetzt haben wir aber wirklich viel eingefangen. Also ja, die hier oben sind mehrheitlich nicht selber eingefangen worden. Also so die mystischen. Aber so einzelne. Schlummerort, oh geil. Es hätte schon mal sehr große Vorteile. Und Arceus ist Level 100. Fähigkeit Variabilität. Was? Und das ist? Passt sein Typ, der geht. Ah, okay, einfach wegen dem, okay. Was? Habt ihr die Attacken gesehen? Urteilskraft, Zeitlärm, Raumschlag, Schemenkraft. Ich glaube, Urteilskraft. Anwender feuert unzählige Lichtstrahlen ab. Deren Typ hängt von der gehaltenen Tafel ab. Ja. Je nachdem, welcher Typ das man haben will, muss man halt die spezifische Tafel in der Unterwasserruine sammeln. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man das so als Event-Pokémon bekommen hat. Oh. Genius wieder. Weil, dann hat man auch ein Ziel, warum, dass man die Unterwasserruine untersuchen sollte. Nicht nur wegen dem Money, sondern auch wegen den Items, die dort drin sind. Okay, wir machen mal Bisbark weg. Bisbark brauchen wir nicht so. Also Symbolare behalten wir doch drin. Ich glaube, Azumarill können wir noch. Ich habe gerade überlegen müssen, ob wir Surfer gebraucht haben. Aber beim Zurücklaufen haben wir jetzt keinen Surfer eingesetzt. Oh. Zwar spielt ja keine Rolle. Wir kämpfen ja eh mit Symbolara und mit Flambirex am meisten. Okay. Next. Und last. Enemy. Ja, okay, Enemy kann man jetzt nicht sagen. Es wird bald ein Freund sein. So. Ich habe gar nicht B gedrückt. Also, ich habe B gedrückt gehalten, aber. Nur weil die Tastatur manchmal ein bisschen kein Signal hat. Wir hätten einfach ein bisschen weiter nach unten laufen sollen. Damit. Ah nein, jetzt bin ich übelst lost. Da kommen wir ja einfach zur unterirdischen Höhle. Wir müssen ja hier durch. Genau. So. Ja, Schutz ruhig aktivieren. Nice! Boy. Eine Pokémon-Statue, von der eine gewaltige Kraft ausgeht. Plötzlich greift sie uns einfach an. Okay. Scheint ein bisschen defekt zu sein. Ah, hallo, tapferer Teebeutel. Geht's gut? Okay, er ist Level 68. Okay. Oh. Ja, okay, wir können schnell Flambirex heilen. Also das schmeißen wir einen Flottball. So. Oh, es hat schon einmal bewegt. Nein, es kann ja Psycho-Attacken. Ah. Okay, jetzt können wir Hyperheiler. Top-Genesung, meine ich. Gut.
Und jetzt mache ich mal so ein Safe State, weil wir ihn jetzt attackieren werden. Je nachdem hält das gar nicht aus. Ich weiß es eben nicht. Ich kann es nicht mehr so einschätzen. Weil bei Platin hat er irgendwie ein Leben gehabt. Okay, hier sieht schon mehr aus. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Panik einfach. Gewissheit. Er lebt einfach noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war jetzt übelst close. Mir geht's gut, dir? Mir geht's auch gut, danke. Und freut mich. Ja, gut zu hören. Morgen 22 Uhr kommt die PS5 raus oder wird vorgestellt. Nice. Nice. Hätte ich noch gar nicht mitbekommen. Also, wo? Also, bei welchem Event? Oder wird es einen Livestream geben? Oder wie vorgestellt? So, jetzt kommt endlich die Entscheidung. Wird er in einen Luxusbar gehen? Oder nicht? Ja, okay. Wir haben jetzt alle Regis eigentlich mit Finsterbällen eingefangen. Wegen dem Luxusball wird wahrscheinlich hier auch nicht funktionieren. Wir machen Finsterbälle. Bewegt schon jedenfalls. Haben wir ja vorhin schon herausgefunden. Okay, Vergeltung. Ja, geht eigentlich. Okay. Ja. Ja. Genau. Genau. Okay. Dann halt. Jetzt bist du komplett blind gemacht. Okay. Jetzt muss ich halt wieder mitzählen. Okay, einmal haben wir schon mal. Zweimal. Warum kann er rundum Schutz immer als erstes? Dreimal. Viermal. Fünfmal. Okay. Oh nein. Jetzt war es gar nicht effektiv. Wo an deinem Volltreffer? Wow. Sechsmal. Okay, gut. Wir haben ihn da, wo wir ihn haben wollen. Keine Ahnung, wie, aber ich habe nachts eine sau kurze Werbung gesehen, mit dem PS5-Logo da stand. 11. Juni, 22 Uhr. Okay, interessant. Vielleicht machen sie ja auch so ein eigenes Event, weil PlayStation war ja auch schon bei der E3, glaube ich, nicht dabei. Weil sie alles für sich so ein bisschen behalten wollen und auch noch nicht allzu früh was rausgehen wollen, bevor es wirklich gut gemacht worden ist. Vielleicht machen sie ein eigenes Event, wo sie dann eben PlayStation 5 vorstellen und dann halt alle Spiele, die dann auch dazugehören. Das ist jedenfalls geil. 11. Juni, hä? Ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, ob es voraussichtlich gut sein wird. Bin mal wirklich gespannt. Man kann ja immer spekulieren im Vornherein. Wie es dann schlussendlich ist, das sehen wir dann erst. Also, ja, dauert ja eh nicht mehr allzu lange. Ist aber geil. Sie haben ja eh gesagt, Ende Jahr oder anfangs nächstes Jahr, irgendwas so, sollte es ja rauskommen. Und dann kommt irgendwann GTA 6. Also, ich weiß ja nicht. Irgendwie will Reggie Gigas nicht rein. Ja, genau on point. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, Regie Gassen will nicht rein. Drin. So dumm einfach. Aber eigentlich ist ein guter PC besser als Konsolen, weil da kann man sich die Spiele ohne Konsolen holen und muss sich nicht immer eine neue Konsole holen. Die Leaks sehen alle aus wie ein Toaster. Also, es kommt darauf an. Also ich hate nicht Konsolenspieler, ich hate auch nicht PC-Spieler. Für mich ist es halt so,
Ich mag gerne Konsolen, vor allem bei COD-Spielen oder halt bei Shooter ist Controller übelst nice, angenehm. Es ist halt auch mit der Maus und Tastatur ist viel genauer, wenn es darum geht, snipern zu können oder so. Aber je nachdem, welches Spiel das man spielt, ist dann eher nicht so wichtig. Es gibt halt auch viele Exclusive-Titel, die man dann halt auch auf dem PC nicht bekommt. Oder erst sehr später, so Jahre später, wenn es irgendwann mal einen Port gibt oder so. Auf PC kann man ja auch Controller spielen. Ja, voll. Das geht doch. Zum Glück ist auch die Möglichkeit da. Das ist eben übelst nice. Aber jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn hätte ich, wenn ich jetzt keine PlayStation gehabt hätte, nie entdeckt. Also für das bin ich übelst dankbar. Eben für so Exclusive-Titel. Und The Marvel Spider-Man war übelst nices Spiel. Ich glaube, es gibt es bis heute noch nicht auf PC. Wegen dem ist beide Seiten sind gut. Also ich kann nicht sagen, ja, PC ist besser und PC hat seinen Bereich und Konsolen hat halt einen kleineren, minimaleren Bereich, aber dafür ist es viel mehr ausgebalanced. Okay. Okay. Es gibt da Ausnahmen. Es gibt da Ausnahmen. Wir haben gerade einmal von Ark geredet. Es gibt paar Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich gut ausgebalanced. Man sagt, es habe Pokémon aus einem Eisberg, Felsen und Magma nach seinem Abbild geschaffen. Ja. Und aus Blitz und Drachen. Was irgendwie komisch ist. Sie pushen jetzt einfach an der Geschichte herum. Es war vorher immer das Trio und jetzt sind es plötzlich ein, ja, ein Fünfer-Team. So. Wir sind jetzt hier fertig. Also komplett. Wir haben jetzt jedes Legendäre eingefangen. Also sind wir ready, wieder zum schwarzen Hochhaus zu gehen. So. Vor allem noch zum vorherigen Thema. Bei PC ist halt, sind 4 Monate vergangen, ist der PC wie ein Jahr alt. Weil halt, ja, die Technik so schnell vorwärts geht, also vorwärts kommt. Okay, jetzt habe ich abgebrochen. Es halt, beim PC ist es viel schneller so, dass man out of date ist. Und dass man halt schnell Zeug, Teile nachkaufen muss. Und das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Bei der Konsole ist es halt so, du kaufst es einmal. Und es gibt vielleicht irgendwann später neue Versionen davon mit mehr Speicherplatz. Ein bisschen bessere Hardware, aber im Großen und Ganzen verändert sich es ja nicht. Also man kann ja mit der ersten PlayStation-Version Spiele bis ganz zuletzt spielen. Vielleicht nicht mit der riesen Leistung und Frames. Das ist ja klar, weil halt auch die Programme werden ja immer besser. Da muss halt alles auch verbessert werden. Aber dort ist der Sprung von Monat zu Monat viel geringer. Und das ist halt der Pluspunkt. Dann muss man halt weniger nachkaufen, hat halt viel länger ein Gerät, wo man benutzen kann. Außer es, ein Kollege von mir hat auch plötzlich, hat die PlayStation einfach den Geist aufgegeben, was auch ein bisschen strange war. Gibt es halt. Aber wir können Hypertränke eh nicht gebrauchen, ja. Von denen kaufen wir noch. So. Ich kaufe schon mal vor. Ja, hier, das reicht mit Sicherheit. So. Gut. Noch nicht ganz. Wir brauchen noch unser restliches Team. So. Oh. Wenn eine Taste ja nicht reagiert, bringt es gerade komplett Combo, sage ich jetzt mal, durcheinander. Ich glaube, die Reihenfolge habe ich. Ja, egal. Regigigas ist jetzt ganz oben neben Darkrai. Ist aber auch komisch, dass er irgendwie nur ein KP gehabt hat bei uns, also bei der Platin-Edition. Vielleicht war es ein Bug, weil wir haben ihn ja dort auch
ein bisschen ercheaten müssen. Aber ich glaube, zwar wir, ich habe mir ja damals nur Regieis, Registeel und Regirock ercheatet. Vielleicht haben sie es abgeändert. Kann ja auch gut, gut sein. Horizon Zero Dawn soll ein Teil 2 bekommen auf der PS5. Hätte ich jedenfalls schon erwartet. Ist nice, das ist gut zu hören. Ich hole immer mir immer einen Laptop plus Speicherbox gleich Killer-PC. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und hallo Harmon. Geht's dir gut, Harmon? Aber gestern einfach ging. es war einfach nur belastend. So. Wenn man so denkt, eine Tat wäre übelst kurz und dann dauert sie übelst lange. Classic. So. Wir gehen jetzt zum fünften Bereich. Wir haben ja noch eigentlich sozusagen 6 Bereiche vor uns. Und die machen wir jetzt. Let's go. Aber ich beschleunige das Spiel auf 4. Damit wir schnell vorankommen, trotzdem aber gegen jeden kämpfen können. Okay, wir sind immer noch auf dem grünen Bereich, wie es aussieht. Einfach nur Twitch. Ja, es ist so. Es ist wirklich... du hast es also auch bis hierher im Bereich 5 geschafft, was? Ich habe seit unserer letzten Begegnung fleißig weitergeforscht und etwas höchst Interessantes herausgefunden. Dieser Ort soll in Wirklichkeit dazu dienen, die Kampfstile von Pokémon zu analysieren. Kampflustige Trainer versammeln sich hier mit Freuden, mit Freuden, so viel ist klar. Und nun gibt es wohl einige Personen, die Kämpfe der Trainer überwachen und Daten sammeln. Aber die Stärke von Pokémon kann man nicht einfach auf Daten reduzieren. Die Zusammenarbeit zwischen Pokémon und Trainer, das ist der Schlüssel zu wahrer Stärke. Also dann, ich muss mich bei meinem nächsten Forschungsobjekt widmen. Mitten in der Natur ist plötzlich ein riesiger Baum aufgetaucht. Mach's gut! Aber da muss er ja in einer anderen Dimension reisen. Also zu einer anderen... Ja. Ja? Bist du der Torwächter? In der schwarzen Stadt gibt es zu viele Hochhäuser, aber nur null Spielplätze. Hier dagegen kann man ganz toll spielen, auch wenn es ein bisschen gefährlich ist. Wollte ich auch schon sagen. Man kann hier zum Beispiel nach Lust und Laune herumbrüllen, ohne dass man dafür ausgeschimpft wird. Hua! Random einfach. Yugong. So. Ja, gut. Zum Glück hat er keine Wasserattacke eingesetzt. Next. Ja, könnte uns auch schaden. Irgendwie ist Flambirex übelst anfällig, weil er halt Feuer und Kampf hat. Ist ein bisschen unangenehm. Ja, Level 58. Geil. Ich verrate dir jetzt mal etwas. Der Torwächter ist ein Mann. Bist du der Torwächter? Ich habe im Tausch mit deinem Kumpel als Zeichen unserer Freundschaft ein Pokémon bekommen. Und das schicke ich jetzt gegen dein Team in den Kampf. Okay, er ist nicht der Torwächter. Es gibt dann irgendwann Bereiche, die sich über mehrere Etagen erstrecken. Beziehungsweise... der letzte Bereich, also Bereich 10, erstreckt sich auf 4 Bereiche. 4 Etagen. Einfach... Ich sehe es schon vor mir, wir werden so verloren gehen. Außer die Bereiche sind jeweilig halt klein. Ach so. Komm schon, Boy. Gut so. Ja. So.
Ja, das war ja klar, dass Elfhuhn down geht. Das schnelle Elfhuhn. Das hat ja irgendjemand mal gesagt. Der Torwächter? Er ist allein in einem Raum. Ah, ich habe mich eigentlich vorhin übelst unterbrochen. Ja, manchmal bin ich so schlimm im Tunnel. Jetzt, ich glaube, tapferer Teebeutel, ich habe es dir noch nicht geschrieben. Ich habe gestern mit Harmon das angeschaut wegen dem Emote. Und das habe ich vorhin auch eben schnell erwähnt gehabt. Es hat übelst lange gedauert, weil man beim Emote erstens PNG haben muss. Das ist das Erste. Dann braucht es einen durchsichtigen Hintergrund. Das ist das Zweite. Und dann muss man drei verschiedene Größen haben. Ich glaube 25 Pixel, also 25 mal 25. Und dann noch zwei andere. So schlecht. Dann will ich es erklären. Ja, ich schicke dir dann jedenfalls noch im Chat die Größen, falls du Interesse hast. Und dann habe ich noch gesehen, als ich dann... Wie lange haben wir gehabt? Irgendwie eine Stunde, eineinhalb. Mit ständigem Versuchen geht wieder. Harmon hat ständig neue Bilder gemacht. Danke dafür, Harmon. Wirklich riesige Shoutout. Danke, dass du, wenn schon noch schnell die Zeit genommen hast, ich dich voll am Belästigen einfach so am Abend. So, ja, es klappt nicht. Und dann klappt es wieder nicht. Ich muss dir wieder schreiben. Es war einfach blöde. Die Technik einfach jedes Mal. Und ja, wegen dem, was ich dann gemerkt habe, ist, man kann für Stufe 1, für Stufe 2 und für Stufe 3 Abos, kann man halt jeweils ein Emote verteilen. Aber bei mir geht irgendwie nur eins. Weiß irgendjemand, also nur ein Emote pro Stufe, weiß irgendjemand, wie man neue hinzufügen kann, oder? Weil jetzt ist halt ein Slot ja, besetzt von dem gestrigen ja, Emote. Und eigentlich hätte ich jetzt noch zwei, das Reed Senior und das Gang Senior. Die zwei hätte ich eigentlich auch noch reingemacht. Aber die will ich eigentlich nicht ja, auf Stufe 2 oder auf Stufe 3 packen. Da muss man extra ein Stufe 3 Abo machen, damit man das dann das Emote bekommt. Ist ja auch, kann man irgendwann in Zukunft machen, aber jetzt braucht man das noch gar nicht. Wegen dem, ich schicke noch die Größen, falls Interesse noch besteht. Und ja, und nochmal danke. Danke an Harmon. Ist wirklich, ah, dammit. Ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man eben schnell seine Zeit investiert. Einfach so. Ich bin ja auch irgendein random Guy für dich. Irgendwo so im Internet. Und schreib dich. Jedenfalls danke. Dieses total süße Pokémon habe ich in den Blumen bei uns im Garten gefunden. Damit werde ich deine ordinären Pokémon auf die billige Plätze verweisen. Ist wieder eine Lady, oder? Ja. Ja, ist so. Okay. So, da mag. Aber das Emote ist noch nicht aktiviert. Also ihr werdet wahrscheinlich als erstes erfahren, wenn das Emote aktiviert ist. Hallo? Hallo? Ich dachte schon. Ihr könnt ja immer wieder nachsehen, ob es zum Freischalten zur Verfügung ist. Weil jetzt, als ich zuletzt gesehen habe, stand beim Emote ausstehend. Also wird es wahrscheinlich irgendwie verarbeitet, bis es dann angenommen wird. Ich verrate dir jetzt mal etwas. Der Cheftrainer setzt einen Bronzong ein. Okay. Hier ist der Lift, oder? Okay, dann haben wir schon mal eine Runde gemacht. Wenn ich in einem aufsteigenden Fahrstuhl stehe, kann ich nicht anders als zu hüpfen, um die Schwerkraft zu spüren. Ja, du hast die Ehre, gegen einen echten Fahrstuhlspringer kämpfen zu dürfen. Was? Okay, ey, die Ehre ist... beste Ehre. Ehre. Oh nein. Why?
Nein! Oh mein Gott! Okay, ich muss, glaube ich, langsam mal ein bisschen anfangen, safer zu spielen. Wir müssen Symbolara mal Geistattacken beibringen. Bismarck können wir ja dann auch irgendwann einsetzen gegen Psycho-Pokémon, weil er beherrscht ja Knirscher und so Zeug. Können wir jetzt setzen Rabigator ein, obwohl das jetzt ein bisschen kritisch wird. Hä? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, ganz genau. Ganz klar. Okay. Ich verrate dir jetzt mal was. Der Torwächter ist angeblich ein Mann. Okay. Aber hier geht's auch nicht weiter. Dann haben wir jetzt den Weg und der hier. Okay, hier ist das Tor. Es sind alle Richtungen offen. Okay. Wir kämpfen jetzt mal gegen sie. Willkommen im Bereich der Gefahren, wo die einzige gültige Währung Stärke ist. Komplett am Eskalieren. Escalation. Oh nein, wieder Yugong. Ach komm. Wenn jetzt... Wir brauchen einen Maddie. Wir brauchen Maddie. Hat jemand Maddie? You get down. Nice. Okay, Gigastoß. Was ist Gigastoß nochmal? Okay, Gigastoß ist eine 150 Stärke-Attacke. Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. Oh! Hä? Wie ist denn das passiert? Okay, Hypno, setzen wir Rabigator ein. Jetzt muss ich wirklich anfangen, gegen die Gegner besser zu spielen. Weil, ja, das, was wir gestern gemacht haben, konnten wir eigentlich einfach durchrushen. Ja, sehr gut. Gut, wir haben gewonnen. Danke für das Money. Ich verrate dir jetzt mal was. Der Torwächter geht angeblich umher. Okay, er ist alleine, ist ein Mann und geht umher. Okay, er ist auf 100. Es hat ein kleines Vermögen gekostet, dieses Team zusammenzustellen. Ich zeige dir jetzt, dass Pokémon aus dem einfachen Volk keine Chance haben. Okay, es war keine. Okay, tut mir leid. Es war fast... Komm, war doch fast identisch. Oh nein. Okay, gut, Glück gehabt. Schon Panik wieder. Dass wir das falsche Pokémon haben. Aber Feuer können wir mal mit Boden bekämpfen. Okay. Oh nein. Let's go. Also ja, eigentlich unser Team ist gar nicht so schlecht dran. Ohne Flambirex. Sind wir ja sehr gut ausgebalanced. Von den Typen her. Und halt auch von jeweiligen Attacken. Okay. Level 2. Was? Als ob sind wir nicht Level 72 geworden. Du willst dein Team aufpäppeln? Ich habe südwestlich von hier einen Doktor gesehen. Also das ist... Ich mach mal ein Safe State. Falls wir down gehen würden, dann können wir einfach mal zum Arzt. Mein Papa arbeitet hier in diesem Gebäude. Er sagt, sein Beruf sei es, besonders starke Trainer zu entdecken. Ich kämpfe hier, damit mich mein Papa auch irgendwann als neues Talent entdeckt. Okay. Nein. Ey, ich hoffe,
Ich weiß nicht, was für. Ich weiß nicht, ob Frigometri schweben kann. Also ja, man sieht es offensichtlich. Aber die Fähigkeit, dachte ich. Knirscher? Okay, das ging einfacher als erwartet. What? Nochmal Knirscher, go! Sogar jetzt effektive Attacke. Niemand hält Rabigator auf. Zu strong einfach. Ich verrate dir jetzt mal etwas. Der Torwächter ist ein Mann. Danke für die gleiche Info. Kann sie aber nicht wissen. Alter, okay, ich glaube, der Bereich ist größer, als ich erwartet habe. Endlich ist es soweit. Die Junior-Detektive treten in Aktion. Ganz recht, auch ein unscheinbares Mädchen wie ich kann sich als echter Meisterdetektiv entpuppen. Okay, vielleicht hilft sie uns genau den Standort zu ermitteln. Terrapendra ist jetzt ungünstig, weil es ein Käfer-Pokémon ist. Ich glaube, Käfer ist gegen Boden effektiv. Wir probieren jetzt mal. Ist ja ein Gift-Pokémon. Okay, so semi-starker. Hat aber gereicht. Da ist die Stärke von Erdbeben halt immer gut. Es ist Geist-Eis. Damit. Ey, dass wir nicht eingefroren sind, das war jetzt ein Wunder. Okay, ich glaube, wir sollten zum Doktor gehen. Weil wenn jetzt Rabigator schon down geht. Ich verrate jetzt mal etwas. Der Torwächter ist ein Mann. Danke. Danke für die Info. Was? Was war's nochmal? Ich glaube, es ist der Typ. Ist hier der Arzt? Hier ist Dunkelheit. Ist hier drin der Arzt? Nein, warum setze ich es auch? Ist wirklich der Arzt hier drin? Wenn du gegen mich gewinnst, heile ich deine Pokémon. Alright. Dann heilen wir aber die Pokémon trotzdem nicht, weil ich dann trotzdem versuchen will, so viel zu gewinnen wie möglich. Wie es möglich ist. Wir speichern halt jetzt immer ab und zu. Ich weiß nicht, wie es mit Frigometri steht. Hat der auch Schwebe? Sie berühren alle nicht den Boden. Okay. Ja, sobald es wirklich kritisch ist, gehen wir hier uns heilen. Und dann direkt zum Boss. Ist ja alles Training hier eigentlich. Zwar, wir könnten eigentlich durchrushen. Deine Pokémon sieht erschöpft aus. Soll ich wieder aufpeppen? Nö. Alles klar, solltest du es dir anders überleben, komm einfach wieder. Ja, machen wir. Safe. Die Safe States sind wichtig, Leute. Du hast meinen Respekt dafür, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich bin der Torwächter dieses Bereichs. Lass uns im Kampf herausfinden, ob du auch stark genug bist, gegen den Cheftrainer anzutreten. Let's go! Ja. Ambidiefel. Ich bin mir gerade am überlegen, welches Pokémon das man am besten einsetzen könnte. Oh, überleb. Nein! Wir werden ihn jetzt komplett zerstören. Wir werden ihn jetzt wirklich komplett zerstören. Er hat Rabigator auf dem Gewissen. Gut gemacht. Nice. Es kommt Bronzong. Ah nein, Raichu?
Okay. Teil 3, Käfer gebrummelt aus. Jo, er hat ihn auch fast. Ja, ist sehr, sehr typisch. Wir haben vor allem instant 200 KP bekommen. Also wirklich schießt 200. Das ist ja. Okay, der KMK. Hä? Ah, es ging sicher um den Cheftrainer, nicht um den Tortrainer. Oder den Torwächter. Okay, I got it. Seinen starken Trainer habe ich schon lange nicht mehr getroffen. Dein Können ist mehr als ausreichend. Ich öffne jetzt das Tor für dich. Okay. Nun wartet also der Cheftrainer. Du findest ihn nordöstlich von hier. Viel Glück bei der Suche. Bald speichern. Als ob kann man hier noch weitergehen. Was ist dann hier? Ah, der hätte es genauso gut sein können. Ich glaube, es nimmt mir niemand böse, wenn wir weitergehen, oder? Weil es ja eigentlich immer das Gleiche. Und die wichtigen Kämpfe, die kommen jetzt erst. Ich glaube, ich heile mal und dann gehen wir weiter. So, wir sehen zwar gar nichts. So. Aber es hält uns ja nicht auf. Okay, der Cheftrainer ist ja direkt hier. Weil eben, wir können das gar nicht so durchziehen, wie ich es jetzt am Anfang gemacht habe. Weil am Anfang sind es ja noch überschauliche Räume. Aber jetzt ist schon riesig, kann man sich erstens schon verlaufen, gut verlaufen. Und jetzt bei den nächsten werden wird es ja zweistöckig, dreistöckig, vierstöckig. Dauert dann noch länger. Achso, nein, danke, bitte. Erspart mir das. Ah, der nächste Herausforderer. Ob du wohl in der Lage bist, mich zu unterhalten? Meine größte Freude ist es nämlich, gegen starke Trainer anzutreten. Schön, dann wollen wir dich doch... Oh Gott, dann wollen wir doch mal sehen, was du so drauf hast. You had one job, so richtig. Okay, Bronzong. Ja, jetzt ist das Bronzong hier. Gut, Bronzong können wir schnell besiegen. Flammwurf! Ja, easy going. Easy going. Für Golgantis können wir Rabigator einsetzen. Ja. Golgantis seit Schwert und Schild finde ich Golgantis übelst nice. Hat auch uns übelst ja, durch das Spiel geholfen. Wir hatten sehr früh ja, Zugang zu Erdbeben. Kabutops. Das wäre Gestein. Gestein. Wasser, hä? Ich glaube, Voltoller bringt hier irgendwas. Ich hoffe jetzt mal. Ladungsstoß, go. Ja, hat sogar wirklich was genutzt. Sehr gut. Ja, easy going. Wir bekommen halt weniger Geld, als wenn man jeden Trainer mitnehmen würde. Aber ich glaube, man kann ja das. Könnte es ja nach dem ganzen Durchgang nochmal machen, um halt einfach Geld zu sammeln. Ist ja eigentlich auch wegen dem gedacht. Du bist wirklich sehr stark, aber es gibt andere Trainer, die genauso stark sind wie du. Oder noch stärker. Ich bin gespannt, ob du dich gegen diese behaupten kannst. Also, lass uns bald mal wieder kämpfen. Gut so. Streamer, du hast Bereich 5 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Als Anerkennung möchte ich dir diesen tollen Preis überreichen. 2 KP plus, okay. Streamer, in dieser Einrichtung gibt es einige ganz besondere Bereiche, und um die niemand weiß. Es handelt sich dabei um Bereich 6 und höher. Hast du schon den Aufzug hier bemerkt? Mit ihm kommst du zu Bereich 6 und höher. Allerdings entzieht sich das unserer Zuständigkeit. Ich kann nicht sagen...
was für Trainer dich dort erwarten. Und ab Bereich 6 nehmen die Stockwerke pro Bereich zu. Wenn du in einem Stockwerk nicht den gesuchten Trainer findest, dann sieh dich in einem anderen Stockwerk um. Andere Stockwerke erreichst du mit dem Aufzug. Du solltest auf jeden Fall dein Pokémon-Team ordentlich trainieren, bevor du dich im Bereich 6 und darüber hinaus wagst. Also dann, bis zum nächsten Mal. Gut, wir haben den anderen Fahrstuhl. Du hast den S-Schlüssel erhalten? Du kannst dich auch mit anderen Spielern verbinden, um bisher gesperrte Inhalte und Orte freizuschalten. Ah, dass wir die weiße Stadt bekommen. Jetzt hätten wir erst den Schlüssel dafür. Okay. Bevor wir Bereich 6 anfangen, habe ich gerade gespeichert. Ah nein, okay, der Lift ist noch oben. Zum Glück ist gerade nichts passiert. Holy moly. Ich mache mal einen Self-State, sonst hätten wir jetzt noch mal Bereich 5 machen können. Huh. Oh mein Gott. Nur weil ich schnell Tastatur rüberpacken wollte. Ist ja immer so. So. Gestern habe ich übelst verkackt. Es ist wieder ASMR-Time. Hello and welcome to the new ASMR stream. Here on the Dreamers Channel. Keine Ahnung, warum ich immer auf Englisch switche. Ich kenne halt... Wenn ich an ASMR denke, dann denke ich immer an die englischsprachigen Videos. Weil ich es halt von dort kenne. Dort habe ich es als erstes gesehen. Dann ist es, so langsam in den deutschsprachigen Raum gekommen. Bei mir kann man nur die Knistergeräusche vom Papier genießen. Dann fängt es an ins... Auch irgendwie ein bisschen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie schwer das sein wird oder wie verwirrend. Wir müssen halt ein bisschen ein paar Trainer umgehen, dass wir schnell und effektiv durchkommen durch das Ganze. So, ich bin gerade fertig. What the hell? Hä? Filter fast rausgefallen. Irgendwie in letzter Zeit bekomme ich es nicht hin. Wie war euer Tag bis heute so? So ein bisschen. Genius Aussage wieder. Wie war euer Tag so bis jetzt? Das wollte ich sagen. Oh man, you had one job. So schlecht einfach. Habt ihr schönes Wetter bei euch? Wir haben übelst... Also, vom Wetter her, wir haben übelst Kack. Also ja, okay, als ich vorhin noch draußen war, kam ein bisschen die Sonne zum Vorschein. Aber generell war es jetzt in den letzten Tagen ein bisschen regnerisch, kalt. Also ja, okay, kalt ist auch übertrieben. Im Winter ist natürlich kälter. Geil. Okay. Ich hole noch schnell ein Feuerzeug. Ich komme gerade wieder. Zu schlecht. Ja klar, es war einfach in meiner Tasche. So. Gut,
Gehen wir in den verbotenen Bereich. Zwar verboten ist er ja auch nicht, sonst würde er nicht einfach so freigeschalten werden. Aber gehen wir in den Bereich, der nicht unter ihrem Einfluss steht, keine Ahnung. Okay, sei mir gegrüßt. Willkommen im Schwarzen Hochhaus, Einars Härtetest. Dann sag mir doch bitte was. Okay, let's go. Ja, go. Das ist jetzt alles gelb. Du hast es also bis hierher geschafft. Du und dein Pokémon-Team. Offensichtlich arbeitet ihr gut zusammen. Diese Welt wurde von Pokémon und Menschen in Kooperation erschlossen. Sie haben gegenseitig ihre Schwächen ausgeglichen und so alle Herausforderungen gemeistert. Hier an diesem Ort können wir uns diese Geschichte gewahr werden. Bis dann. Oh, er ist schon fertig hier. Also, dieser Bereich gefällt mir jetzt. Aber wir müssen am Anfang kämpfen. Ich bin auf Anraten meines Meisters hier. Er meinte, er müsse dich unbedingt mal in Aktion sehen. Also dann kommen wir zur Sache. Hä? Es klang so, wie es auf uns bezogen wäre. Okay, go. Jetzt sind sie Level 65. Also schon... ja, ein Unterschied zu gestern jedenfalls. Gut. Kronk. Aber die Pokémon wiederholen sich. Ist halt einfach true. Es gibt so eine gewisse Breite an Trainern, die sie hier einsetzen können. Und die variieren dann immer per Level, dass das angepasst ist. Der Torwächter, also den habe ich von erst hier in diesem Stock gesehen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Schon mal hier in diesem Stock. Ich bin der Torwächter dieses Bereichs. Ob du wohl gut genug bist, gegen den Cheftrainer anzutreten? Was? Als ob ist er direkt der Torwächter. Lass uns im Kampf herausfinden, wie stark du bist. Ey, dann hätten wir eigentlich den sechsten Bereich schon fast fertig. Jo, das war jetzt Glück. Das war jetzt sehr, sehr Glück. Wegen dem hat auch der Typ keine Ortsangabe gemacht, außer dass hier auf diesem Stock ist. Ah. Okay. Ja, bei Taubos wechseln wir. Ja. Ladungsstoß, go. Sollte reichen. Hat gereicht. Zwar, ich darf die Level nicht allzu übersehen. Na sowas, du bist wirklich stark. Dann kann sich sehen lassen. Gut, ich öffne jetzt das Tor für dich. Die Frage ist, wo ist das Tor? Als nächstes wartet der Cheftrainer. Er befindet sich im siebten Stock. Dann versuch mal, ihn zu finden. Okay, dann hätten wir sehr, sehr lange suchen können. Siebter Stock. Ah, okay, bis jetzt ging es ja immer von Bereich zu Bereich in einem Stock. Und jetzt sind wir halt im siebten Stock. Okay, dann ist dann Bereich 7, fängt im 8. und... ist dann 8. und 9. Stock. Keine Ahnung. Okay, jetzt ein Weg. Ich mach mal hier einen Save Point. Die Classic Save Point. Was? Ich habe ein ungutes Gefühl, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Was? Wir sind durchgekommen ohne Kampf. Oh, gegen den Arzt. Ich weiß von
von Berufs wegen alles über die Pokémon. Ah, ich weiß von Berufs wegen alles über die Pokémon. Und da willst du mich besiegen? Haben wir gar nicht gesagt. Er spricht uns an. Lashoking. Okay, ist Psycho-Wasser. Er hat überlebt. Lol. Ah, Bizarro-Rahmen. Er kann eher angreifen. Ja. Gut. Schön ausgewechselt. Kecleon können wir auch gerade bleiben mit Flamdirex. Erhalte ja unsere Pokémon gleich. Beziehungsweise, ich glaube, es kommt als erstes noch ein Kampf. Je nachdem, wie die Frau auf uns gerade schaut. Okay. Gut. Das ist schon mal gemeistert. Dein Pokémon-Team sieht erschöpft aus. Soll ich es wieder aufpäppeln? Wir machen jetzt mal nein. Und ich speichere dann hier. Ja. Ich habe schon viele Hobbys ausprobiert, aber der Pokémon-Kampf macht am meisten Spaß. Los, lass uns kämpfen. Ah, der Moment, wenn man Rauch ins Auge bekommt. Ah. Dame Larissa. Skunkapu. Okay. Ah, mein Eis. Gehen ins Naufragator. Ja, es kommt Schlitzer, okay. Na, wenn jetzt Rabigator ein bisschen Schaden bekommt, ist nicht schlimm. Ja. Und Grillmark ist das nächste. Können wir Rabigator drin lassen und dann schön mit Erdbeben draufhauen. Ja, ihr wisst, wie ich meine. 12.800, geil. Ich will dir einen Hinweis geben. Der Cheftrainer greift mit einem Porygon Z an. Okay. Ich frage mich jetzt wirklich, wo der Cheftrainer ist. Also die Bahn irgendwie frei zu kämpfen bis zum Tor ist eigentlich gar nicht so schlecht. Halt, wo willst du hin? Ein Kampf gegen jemanden, der es so weit geschafft hat, kann ich mir nicht einfach so entgehen lassen. Ja, let's go. Wenn es so ist. Ja. Gewissheit. Simsala ist auch Psycho. Können wir direkt. Zwar, letztes Mal haben wir gegen Simsala verloren. Ja. Das war natürlich jetzt wieder mal beste Leistung. Natürlich ist er jetzt auch stärker. Woher kann er jetzt plötzlich Ampel leuchten? Gut, aber er ist down. Sehr gut. Holy moly. Schnell speichern. Du hast echt drauf. Wir müssen unbedingt wieder mal kämpfen. Alter. Dammit. Und ich wollte ausweichen. Mein Aufstieg zum Cheftrainer dieses Bereichs wird schneller vonstatten gehen, als du dir vorstellen kannst. Zunächst muss ich alle von meinem Können überzeugen, indem ich dich beseitige. Holy moly, jetzt werden sie aber kritisch. Simpolara. Ja. Also ist eigentlich der Bereich, wo sie sich so herumbewegen, fast gar nicht möglich, ja, zu umgehen. Also ja, es ist schon möglich, aber es ist schwierig. Schwieriger als so eine einzelne Person. Okay, hier wechseln wir jetzt diesmal aus. Letztes Mal hat es nicht so geklappt, wie ich dachte. Voltula hat ja noch voll Leben. Ja. Atemstoß, go.
Ah, gut, ist auch One-Shot. Sehr gut. Nicht einfach immer noch so Rauchpause dazwischen presse. Ich bin beeindruckt. Lass dich nicht unterkriegen, hörst du? Gut, wir haben das Tor gefunden. Ja, eigentlich könnten wir jetzt versuchen, noch gegen diese zwei Trainer, die jetzt auf dem Weg liegen, noch zu bekämpfen. Und dann machen wir den Cheftrainer. Du da, ich fordere dich zum Duell heraus. Haha, als ich jung war, habe ich wirklich jeden herausgefordert. Eine tolle Zeit. Lass uns kämpfen, damit ich mich an meine glorreichen Tage erinnern kann. Gut. Wir erfüllen ihm seine Bitte. Dann kommt Grillmack. Armes Grillmack. Du get down. Aber so richtig. Ja. Und Pikachu können wir genauso. Es tut mir so leid für seine Pokémon. Sorry. Oh Mann, armes Pikachu. Gut. 13.000. Wie, was? Bist du etwa K.O.? Ich habe nordöstlich von hier einen Doktor gesehen. Lass dir von ihm behandeln. Aber man konnte gar nicht weiter nach unten. Man konnte nur gegen rechts laufen. Die Gegner, mit denen ich es bisher zu tun hatte, waren viel zu schwach. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Team noch nicht ausreichend ausgetobt hat. Und wie steht's mit deinem Team? Los, tobt euch nach Herzenslust aus. Ja. Let's go. Ich dachte, es wäre gerade Standbild im Stream. Okay, Raichu. Ah, keine Ahnung. Vielleicht ist Raichu ja eher dran mit attackieren als wir. Gegenschlag. Ah, es ist aber sehr uneffektiv, weil... Also, obwohl es vom Typ her gut wäre, aber weil wir ja nicht als erstes attackiert haben, ist es halt jetzt unnötig. Okay, Elfun. Müssen wir halt jetzt mit Käferattacken besiegen, weil Flambirex besiegt ist. Ja. Käfergebrumm. Sehr gut. Ich glaube, wir haben einfach wirklich übles Glück gehabt bei diesem Run. Du bist echt stark, ich bin richtig baff. Was hier? Hier laufen auch zwei herum, okay. Dann ist der obere Bereich, also der siebte Stock hier, nicht allzu riesig. Aber mit dem zweiten, also mit dem unteren Bereich dazu, sind sie halt dann schon viel größer als was wir jetzt gesehen haben. Training muss sein, aber du darfst deinem Pokémon-Team nicht zu viel zumuten. Ja. So. Ich glaube, jetzt wird's kritisch, Leute. Weil jetzt ist es einfach nicht mehr sicher, dass sie normale Pokémon einsetzen. Das ist ein Ass-Trainer. Oder Trainerin, tut mir leid. Hä? Was macht denn ein Kind wie du hier? Ab hier ist das Ganze kein Kinderspiel mehr. Das kannst du mir ruhig glauben. Kinder sollten nicht über Bereich 5 hinausgehen, hörst du? Wie mein... Du willst also wirklich in den nächsten Bereich? Meinetwegen, wenn du unbedingt möchtest, dann lass uns kämpfen. Ja, stimmt, wir sind eigentlich übelst... Der Charakter hier ist übelst minderjährig, noch ein Kleinkind. Also, ja, okay, Kleinkind ist jetzt übertrieben. Aber... Mischt die ganze Welt auf, wird Champ und alles. Fängt ihr das legendäre Pokémon ein. Ey, was? Bitte dreimal. Danke. Hätte kritisch werden können. Amaldo. Amaldo ist Gesteinkäfer. Mach mal hier einen Safe State.
Bitte. Ja. Gut, ja, angegriffen. Aber er hat's überlebt und er greift mit Steinkante an. Wir können versuchen, Symbolare einzusetzen. Ist zwar vom Typ nicht allzu im Vorteil, aber ist schnell. Und das brauchen wir. Genau. Genau wegen dem. Karpilz? Ja, perfekt. Gerade perfektes Pokémon. Luftschnitt und es macht vierfach Schaden. Es ist Pflanzekampf, das Pokémon. Also, ja, Flugattacken sind sehr im Vorteil. Ich gebe auf, ich gebe auf, ich habe verloren. Auch ein junger Trainer kann super stark im Pokémon-Kampf sein, wie man sieht. Aber ab jetzt warten nur noch Trainer auf dich, die für den Kampf leben. Es wird sich noch zeigen müssen, ob du gegen sie bestehen kannst. Okay. So, wir haben die Hälfte erreicht von heute, also von den restlichen Bereichen, die wir noch machen mussten. Du hast Bereich 6 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Als Anerkennung möchte ich dir diesen tollen Preis überreichen. Eine Flinkfeder. Vielen Dank. Außerdem kannst du dich jetzt an Bereich 7 versuchen. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine weiteren Großtaten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir haben jetzt Glück. Und ich mache mal so einen Save Point. Gut so. Sei mir gegrüßt. Willkommen im Schwarzen Hochhaus. Einer als Härtetest. Dann sag mir doch bitte, was ich für dich tun kann. Ich habe mir gerade was überlegt. Ja, wir müssen da noch Pokéboot machen. Habe ich auch vergessen. Eigentlich dauert das Spiel trotzdem noch ein Weilchen. Oh, jetzt bin ich. Hier wollte ich nicht. Dort drin war gerade Arti. Okay. Ah, das Kraftreserve brauche ich nicht. Ich wollte zu diesen Leuten. Ich glaube, es ist der Vergesser, hä? Wir brauchen keine VMs mehr. Also bei zu Kaskade und bei zu Stärke. Die zwei Sachen brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Beziehungsweise bei zu Zerschneider. Weil eben, wir haben die ganze Welt erkundet. Wir brauchen nichts mehr. Gar nichts mehr. Jetzt habe ich. Ah, er hat zwar Zertrümmerer gehabt. Also es war eine Attacke, die wir einfach so erlernt haben. So, Stärke. Ja. Sehr gut. Okay, ich glaube, das waren alle Attacken außer Fliegen. Fliegen brauchen wir wirklich immer noch. Okay, Attacke erinnern. Jetzt wäre mal nice, wie man oder welche Attacken Azumarill erlernen könnte. Es könnte Walzer erlernen. Hä, ich dachte, jetzt ganz ehrlich, ich hätte erwartet, dass wir jetzt irgendwas mit einer Eisattacke bekommen würden. Wir lernen jetzt einfach Azumarill dann Eisstrahl noch. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Spinnennetz, okay. Oh, Tiefschlag?
Also noch eine Unlichtattacke. Also könnte es gegen Psycho-Pokémon komplett austeilen. Elektroball. Ah, okay. Je höher die Initiative ist, desto stärker dann auch. Okay, Schlitzer wäre auch noch eine Möglichkeit, weil Schlitzer ist ein bisschen... Ah, nein, tief. Ermöglicht den Erstschlag, gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet. Okay. Nehmen wir Schlitzer. Sonst, wenn wir jetzt durch die TMs noch irgendwas finden, was wir erlernen können, machen wir es halt so. Ich mache das aus diesem Grund, dass... Ja, falls Flambirex down geht oder auch Rabigator, dass wir genügend Attacken zur Verfügung haben, um ja richtig agieren zu können. Okay, Eisstrahl müsste eigentlich gehen. Ja, geht auch. Es geht ja auch bei Simvolare noch. Wenn Bisbug Erdbeben erlernen kann. Nein, schade. Ja, Flammirex könnte es erlernen, aber muss jetzt nicht sein. Bei Spukball ist jetzt... Oh! Als ob... Als ob kann er Spukball lernen. Ja, easy. Bisbar kann sich wehren gegen Geister-Pokémon. Hiom war ja Psychokinese, wenn Bisbug das erlernen kann. Schade, okay. Fußtritt? Geht das? Geht nicht. Wenn er Ladestrahl erlernen könnte. Nö, das war irgendwie klar. Oder Voltwechsel, geht das? Sicher auch nicht. Egal, wir lassen bei Bisbug. Ich muss dann auch herausfinden, wo man Ice Heap oder so erlernen kann. Weil ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass das Atomare oder dass man die Attacke Ice Heap erlernen könnte. Aber irgendwie bis jetzt keine Spur davon. Strange. Vorbereitet sind wir aber. So. Bereich 7. Willkommen. So. Ja. Genau. Okay, wir kämpfen einfach wieder mal gegen den ersten Raum. Dann schauen wir, ob wir schon instant den Torwächter finden. Okay, jetzt ist mal keine Person entgegengekommen. Wir Servierer sind dazu angehalten, unseren Gästen einen Kampf ganz nach ihrem Geschmack zu bieten. Okay, sind sie sicher Level 70. Und Tortok. Ah, mit solchen Mitteln kämpfen sie also. Alright. Es kam eh nur Mogelhieb. Der Ladungsstoß, go. Ja. Nice, nice. Ah, das kommt was. Nassschweif. Alter, sind wir schon jetzt gedamaged nach dem ersten Kampf? Quack so. Komm, mach ihn weg. Nein, es kann Erdbeben, really? Als ob beherrscht das Erdbeben einfach. Wir haben schon unser erstes Pokémon im ersten Raum verloren. Schlecht. Gut. Dafür ist Quaxo down. Der Torwächter, also den habe ich vorhin erst hier in diesem Stock gesehen. Wenn er das jetzt auch... Neulich stand ich in einer Zeitung einen Artikel, der unsere Leistungen im Schwarzen Hochhaus lobte. Ein Foto von mir war auch mit abgedruckt.
Jetzt lege ich mich noch mehr ins Zeug, damit mein Gesicht irgendwann die Titelseite zitiert. Serpi Royal. Okay, mit dem können wir umgehen. Aber was sie für Pokémon einsetzen. Oh nein. Warum? Was ist das für eine Taktik? Mach's doch nochmal, komm. Wow. Jetzt burn. Burn einfach. Gut. Was? Yo, sie übertreiben es. Irgendwie sind es jetzt einfach die letzten Stufen von den verschiedenen Pokémon. Quaxo war letzte Stufe, Gewaldro, Serpi Royal, Turtok. Okay, wir haben es mit viel schlimmeren Trainern zu tun. Der Torwächter? Er ist in einem Raum mit einem anderen Trainer. Okay, er ist hier und in einem Raum mit einem anderen Trainer. Ich weiß nicht, ob es dieser Raum hier ist. Ich versuche mal mit den Leuten hier zu reden. Oha, wie ärgerlich für dich, dass du ausgerechnet mir über den Weg läufst. Deine Siegesaussichten sind gleich null. Okay. Ich probiere nochmal. Eigentlich wollte ich hier nur einen kurzen Zwischenstopp machen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es hier so rund geht und alle so stark sind. Okay, der ist es auch nicht. Gut, wir gehen weiter. Zwar der Torwächter könnte ja auch weiblich sein. Wir haben ja noch gar nicht richtig überprüft. Hinter dieser Wand da drüben kann man den azurblauen Himmel sehen. Okay, es ist keiner gewesen. Du? Ah, hier sind ja mehrere Leute. Ja, okay. Es war auch nicht richtig, was ich wieder gesagt habe. Der Torwächter befindet sich ja mit mehreren Leuten. Du hast es also bis hierher geschafft. Ich bin der Torwächter dieses Bereichs. Lass uns im Kampf herausfinden, ob du auch stark genug bist, gegen den Cheftrainer anzutreten. Yo, Glück gehabt. Also ja, okay, wir haben jetzt ein bisschen ausprobiert. Aber Glück gehabt, dass wir ein gutes Sieg schnell gefunden haben. Oh. Wir machen einen Armstoß. Komm schon noch. Nein, zweimal. Dafür ist nicht mehr Dings Robustheit aktiviert. Aber wir sind langsamer. Komm schon, bitte. Ja. Gut so. Next. Magband. Okay, wechseln wir. Ja, sehr gut. Erdbeben. Okay. Vom Level her sind sie jetzt, haben sie uns eingeholt. Wir waren eigentlich immer overpowered, jetzt kommt langsam die Zeit. Wow, man sieht dir echt nicht an, wie stark du bist. Dein Können ist ausreichend, keine Frage. Gut, ich öffne jetzt das Tor für dich. Okay, gut. Nice. Jetzt wartet der Cheftrainer auf dich. Lost, ja. Er befindet sich im 10. Stock, dann versuch mal, ihn zu finden. Okay, 10. Stock. Jetzt wissen wir schon mal, wo wir durchgehen müssen. Zwar, ich weiß nicht, ob hier direkt ein Arzt ist. Es könnte ja sein, dass der Arzt auch hier aufzufinden ist. Wir schauen schnell. Man braucht Blitz eigentlich nirgends, außer hier. Das sieht nur nach einer einzelnen Trainerin aus. Ja, sind sogar
Ah, hier, ich hatte einen Durchgang. Okay. Yo, wie sie einem einfach verarscht hätten. Oh, dammit. Ich habe jetzt schon den richtigen Spielstand geladen. Okay. Ich will schnell aus. Ja, ja, okay. Jetzt gehen wir noch schnell oben durch. Oben waren wir noch nicht. Hier ist der Arzt. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt... Also, ob wir schon heilen sollten. Oder ob wir... Ja, komm, wir heilen schon, hä? Weil jetzt direkt zu Ebene 10 gehen, wäre wahrscheinlich schlau. Ich weiß von Berufs wegen alles über die Pokémon... Ah, okay, das sagt der gleiche Text. los, dass du meine Emotes nicht nimmst. Hä? Also, ich glaube... Das kann ich auch dir sagen, tapferer Teebeut. Wenn du zugehört hättest, würdest du das nicht schreiben. Ich habe ja gesagt, ich brauche Punkte. Also man braucht ja irgendwie die Abonnentenpunkte, dass man mehrere Slots hinzufügen kann. Wegen dem. Und ich muss dir ja auch noch ein Bild schicken, wegen den verschiedenen Größen. Weil du hast mir ja nur eine Größe geschickt. Und vor allem wichtig ist PNG. Also eine PNG-Datei. Drei verschiedene Größen. Ich kann dir das jetzt nicht auswendig sagen. Also 25x25 Pixel, das weiß ich. Aber die anderen zwei Formate weiß ich nicht. Und PNG und durchsichtiger Hintergrund. Das sind die einzigen Bedingungen. Und was ich bemerkt habe. Ah ja, genau, wie Harmon gerade geschrieben hat. Wegen dem, das habe ich vorhin schon gesagt. Wegen dem. Wenn du zugehört hättest, hättest du es jetzt nicht geschrieben, aber egal. Vor allem auf meine E-Mail schicken, weil über Instagram macht es die Dateien zu JPEGs. Vor allem, es komprimiert die Dateien. Ich habe es gestern über Instagram, also auf dem PC runtergeladen und dann war die Größe auch nicht mehr richtig. Wegen dem über E-Mail schicken. Ich hoffe, es ist jetzt geklärt. Ich meine die anderen Emotes nicht. Das mit dem V-Senior. Ja. Tapferer Teebeutel. Durchsichtiger Hintergrund. Ja, egal. Manchmal lässt man sich mit sich nicht reden. Bist doch froh, dass ich die anderen Emotes nehme? Alter. Also das ist jetzt ein bisschen gierig. Tut mir leid. Aber... Dann erkläre ich's vorhin. Und kommt so eine Aussage. Ja, egal. Dann ist da eigentlich auch egal. Ich bin jetzt jedenfalls mal gespannt, ob das angenommen wird. Also das andere Emote. Ich habe es ja noch nie gemacht. Also ihr habt ja gesehen, wir haben ja noch keine Emotes hier. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das angenommen wird. So, jetzt müssen wir irgendwie zurückgehen. So. Also, ja, zurück können wir immer. Aber einfach geschützt und ohne Kampf. Okay, Glück. So. Kommt hier wieder der tricky Part. Hier einfach aufpassen, so. Das steht auf YouTube. Und ich kann dir sonst, wenn du sie nicht findest, kann ich dir noch bei Insta schreiben. Das mit Sicherheit. Aber ich weiß jetzt gerade nicht so recht. Es klang gerade ein bisschen, ja, greedy. Obwohl, dass ich ja schon gesagt habe, ey, wegen dem Hintergrund. Ich will es einfach nicht nochmal sagen. So, 10. Stock.
Ich hoffe, das Tor ist in der Nähe. Okay, bei dem können wir leicht... Ja. Ah, okay, es geht unten noch durch. Oh! Oh, nice! Okay. Okay, wir... Easy goal. Jetzt konnten wir eigentlich nur so 2-3 Kämpfe machen. Und jetzt sind wir schon hier beim Cheftrainer. Aber ich schicke sie dir später, tapferer Teebeute. Ja, wirklich nice. Das war jetzt der beste Run von allen. Sehr schön, ein Herausforderer. Da musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ich muss kämpfen, immer zu kämpfen und noch stärker, um noch stärker zu werden. Für Trainer wie mich, die den Kampf lieben, ist das hier echt das reinste Paradies. Welche Pokémon wirst du wohl einsetzen? Ich kann es kaum noch erwarten. Okay, er ist sehr aufgedreht. So. Marcello. Oh nein. Also wenn es jetzt kritisch wird, dann wechsle ich... also gehe ich nochmal zum anderen Save Point und wechsle Voltola an erste Stelle. Okay, okay, okay. Das, mit dem können wir kämpfen. Okay. Oh mein Gott, wie close wieder das war. Ja klar, wir hatten schon closere Situationen, aber trotzdem. Nein, ich glaube, wir müssen neu laden. Ich glaube, es ist Nibuna zu schnell für Flambirex. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade minimal angepisst, aber nicht wegen dir. Ah, okay. Ah, okay. Ja, ich hoffe, du kommst aus der angepissten Stimmung raus. Ich kenne es selber, manchmal... Ich kann nicht irgendwie draußen sein, übelst Freude haben und so und komme irgendwie nach Hause und dann ist irgendwie die Stimmung bedrückt. Instant schlechte Laune und angepisst. Von einem hoch ins nächste Tief, ich kenne es. Aber immer ablenken lassen oder irgendwas zocken. Wir können mit Satsumachel versuchen. Ich musste gerade überlegen, tut mir leid. Kraftkoloss. Ja genau, Ice Heap, das wollte ich Azumarill eigentlich erlernen. Mit Fokusgurt hat es überlebt, ja bestimmt. Ja, und 2 APs werden verbraucht. So. Okay, 65. Ja, Zwerfinst, warum nicht? Okay, Marcello, let's go. Ich hab mir gerade überlegt, wenn jetzt die Gegner jetzt hier auf dem 7. Bereich Level 71 sind, dann wären sie sicher beim 10. Bereich 85, 80, irgendwas so sein. Rabigato ist endlich Level 70. Endlich. Ich hab verloren, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Los, geh schon in den nächsten Bereich, ich warte hier derweil auf den nächsten Herausforderer. Wer ist der Nächste? Ich will gegen jemanden kämpfen. Yo, Alter. Er ist komplett am Hypern. Dreamer, du hast Bereich 7 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Als Anerkennung möchte ich dir diesen tollen Preis überreichen. Ein Esprit-Feder. Okay. Außerdem kannst du dich jetzt an Bereich 8 versuchen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine weiteren Großtaten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Warum sagt sie immer das gleiche? Ja, wir machen jetzt... Warte, ich speichere noch hier. Falls wir es nicht schaffen oder irgendwas. Zwar,
Shiva schreibe immer den ersten Save State. So. Machen wir noch zu guter Letzt den achten Bereich für heute. Dann machen wir Bereich 9 und 10 morgen. Beziehungsweise dann noch Pokéwood dazu. Ich glaube, Pokéwood dauert auch noch eine Weile. Das wird sich auch noch ziehen. Oh man. Aber wenn schon, sind wir jetzt hier. Also, gestern haben wir angefangen und jetzt sind wir schon im achten Bereich. Okay, klar, wir hätten es schneller schaffen können. Manchmal würde ich eine Uzi rausholen und alle... Oh Gott, nein, 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 lieber nicht. Es gibt andere Methoden. Irgendwie Boxtraining, Thai-Boxen, andere Sachen, die man... Kampfsportarten, wo man einfach die Wut rauslassen kann gegen einen Sandsack. Das ist immer gut. Das haben wir mal gemacht. Es war als Projektwoche, keine Ahnung. Ich glaube, es war irgendwie Eventwoche. Sind wir extra so in Boxstudio gegangen mit der Klasse und haben ja unsere Wut rausgelassen. Oh Mann. Aber es hilft. Der Arzt ist ja hier. Vielleicht haben wir Glück und der Torwächter ist auch direkt hier. Ein Sprint hat mich bis hierher getragen und jetzt sprinten wir um die Wette. Bester Satz, okay. Boxen, Donald Trump, oh Gott. Und ich lese es dann noch vor. Also no hate. Immer schön neutral bleiben hier. Das will ich eigentlich immer bewahren, so eine gewisse Neutralität. Aber es geht manchmal nicht. Wo bist du? Ich, oh Gott. Ja, also was auf der Erde läuft, ist auch wirklich in manchen Punkten nicht ganz so okay. Vor allem eben gerade das, was in Amerika passiert. Da ist wirklich die Hölle los. Ich will auch nicht ins Detail gehen. Man kann manchmal, also ich habe nicht extrem Ahnung davon, von allem, was dort abgeht. Aber was man so in letzter Zeit mitbekommen hat, ist gewaltig krank. Also sowas hat man schon lange ja nicht in diesem Ausmaß gesehen. Einfach, ich habe halt die Videos, die im Netz kursiert, habe ich halt angesehen. Was dort manchmal passiert, ist einfach, ist unvorstellbar und auch übelst widerlich, einfach nur widerlich. Ich werde schon übelst emotional, wenn ich einfach nur daran denke. Es ist einfach nur widerlich, was die Cops dort machen. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das einfach nicht richtig ist. Ist halt so. Vor allem wir in einem anderen Land, wir können halt übelst gar nichts machen. Wir können halt Spenden sammeln und halt aushelfen, indem dass man halt irgendwie irgendwelchen Organisationen, Spendenorganisationen hilft oder eben was spendet. Aber man kann zum größten Teil nur zusehen, wenn sowas ausschreitet. Und Da wird es einem wirklich mulmig im Magen, wütend. Quaxo. Ist Quaxo Psycho? Ich glaube, Quaxo ist einfach Elektro, oder? Oder maybe ein Gehirn für ihn. Ja, okay, das wäre schon besser. Oh Mann, ja. Ja, das wäre true. Das ist halt schade. Das ist halt auch schade, was er alles kaputt gemacht hat, was zum Beispiel der Obama eigentlich aufgebaut hat. So mit dem Healthcare und generell auch versicherungsmäßig. Oh Gott, das Wort. Ich verrate dir jetzt mal etwas. Der Torwächter ist ein Mann. Okay. Okay, er steht angeblich still und ist ein Mann.
Okay, jetzt haben wir schon zwei Infos herausbekommen. Ich mache hier mal wieder ein Safe State. Wir müssen ja als erstes herausfinden, ob er überhaupt auf der Etage ist. Ich bin ein exzellenter Doktor, allerdings auch nicht ganz billig. Aber heute will ich mal nicht so sein. Gewinnst du, heile ich deine Pokémon. Okay, let's go. Dugong. Okay. Ich glaube, Dugong wird uns zerstören, oder? Okay, Mogul Heap. Ja? Bitte mach ihn down. Nochmal. Nein, nur zweimal. Oh, man. You had one job. Oh, mein Gott. Nein. Du Monster. Okay, wir kämpfen ja direkt mit dem Doktor. Aber trotzdem ist es übelst nervig. So. Da kommt Pantimos. Kann man nicht Psycho-Pokémon eigentlich mit Käfer-Attacken attackieren, oder? Ich mach schnell ein Safe State. Vor allem, wie der Typ heißt. Bowman. Bowman? Nein! Als ob hat er die... Er hat die Fähigkeit... Dings, Lärmschutz. Ach komm. Ich wusste gar nicht, dass diese Fähigkeit damals schon existierte. Ich dachte, es wäre so ein New-Gen-Zeug. Dass das erst bei Reflex oder so dazugekommen ist. Sehr gut. Dein Pokémon-Team sieht erschöpft aus. Soll ich es wieder aufpäppeln? Ja, schon, aber jetzt noch nicht. Wir warten. Bis es wirklich ganz, ganz kritisch ist. Und wir uns gar nicht mehr wehren können. Okay, der Mann, das ist ein Typ und er steht still. Okay, dann sind es die Typen schon mal nicht. Okay, ich gehe mal ganz nach unten. Ich sollte anfangen. Oh. Ah, okay, gut. Ich sollte anfangen zu speichern von Raum zu Raum. Dass wir nicht immer den ganzen Weg laufen müssen. Okay, er steht still. Oh, damit, das war dumm. Inkompetenz pur. Das sind auch wieder nicht die richtigen Leute. Bist du der Mann, den wir suchen? Wir wissen ja nicht mal, ob er überhaupt hier ist. Unsere Firma expandiert gerade, da suche ich neue... Ne, er ist es nicht. Er ist nicht der Auserwählte. Leider. Anakin, du warst der Auserwählte. Okay. Hier ist schon die Möglichkeit wieder größer. Okay, es ist nur ein Typ hier. Okay, bist du der Torwächter? Ich bin der Torwächter dieses Bereichs. Ob du wohl gut genug bist, gegen den Cheftrainer anzutreten? Lass uns im Kampf herausfinden, wie stark du bist. Let's go. Egal, wir können jetzt langsam den achten Bereich fertig machen. Nice. Nice. Und ich hatte schon Panik, weil wir unser erstes Pokémon im ersten Raum schon verloren hatten. Trugträne. Ja, wenn es dann sonst gar nicht geht. Wegen dem Level her, meine ich. Dann haben wir immer noch Sonderbonbons. Dann machen wir das gleiche wie damals bei der weißen Edition. Da habe ich ja auch plötzlich eine riesen Hürde vor mir gehabt. So irgendwie 10, 15 Level. Dann habe ich auch schnell alle Pokémon auf Level 80 ja, hoch gepusht, sage ich jetzt mal. Okay, gut. Wir haben ihn. Und jetzt... Na sowas, du bist wirklich stark. Dein Können kann sich sehen lassen. Gut, ich öffne jetzt das Tor für dich.
Gut so. Als nächstes wartet der Cheftrainer. Er befindet sich hier in diesem Stock. Dann versuch mal, ihn zu finden. Was? Hier in diesem Stock? Wait, what? Es ist über 3 Etagen verteilt und das Spiel will uns jetzt klar machen, dass alles in einer Etage generiert worden ist. Okay. Jetzt müssen wir einfach herausfinden, wo das Tor noch ist. Also da oben kommt man ja zu dem alten Typen wieder zurück. Ich gehe jetzt mal hier. So. Panik. Ah, hier. Hier ist der Typ, der uns vorhin angegriffen hat. Okay. Oh nein. Jetzt hier. Es geht nur nach links. Ich glaube, es wäre schlau, wenn wir jetzt mal zurückgehen zum Arzt und als erstes heilen. Und dann können wir uns ja versuchen, den Weg zu bahnen. Bis hierhin. Die sind so willkürlich. Ich weiß nie, wie man sie genau einschätzen sollte. Ich glaube, noch einen nach oben. Und dann hier. Ja, genau, okay. Ich mache extra sonst hier noch schnell 2. So. Okay. Gut, wieder speichern. Sie wäre fast wieder am gleichen Ort. Nein! Ach komm. Warum sind sie auch so willkürlich? Okay. Blitz. Schnell, schnell durch. Oh mein Gott. Was? Ja, aber der Bereich ist riesig. Das steht schon mal fest. Okay, man kann nur gegen links laufen. Ist jetzt hier das Tor? Tatsächlich. Ey, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben sehr Glück gehabt, dass wir den richtigen Raum mit dem Arzt gefunden haben. Dann noch die richtige Person. Nur durch 2 Hinweise haben wir das herausgefunden. Und jetzt haben wir sogar noch die richtige Etage gehabt. Also, besser kann es nicht laufen. Glaube ich jedenfalls nicht. Es kommt dann übelst der schlimmste Kampf, den man sich vorstellen kann. Hm, ach, ein Herausforderer. Du bist ja schon recht weit gekommen. Meinst du nicht, es reicht langsam? Was denn? Du willst in den nächsten Bereich? Da musst du dich, du mich erstmal besiegen. Okay. Gut, meinetwegen, dann kämpfen wir halt. Let's go. Es kommt als es. Ah, Panferno. Level 74. Geht eigentlich, ja. Ich setze mal Azumarill als erstes ein. Okay, es kommt Kraftschub. Ja, ich weiß ja nicht, ob das gerade allzu gut ist. Wir setzen jetzt mal. Oh man. Ich habe gar kein gutes Gefühl. Gar kein gutes. Oh nein, warum hat. Warum beherrscht er auch Donnerschlag? Ach komm. You get down. Nein, es kommt wieder Donnerschlag. Ach komm. Psst. Oh man. Das wäre ja auch jetzt langweilig, nochmal wieder den ganzen Bereich machen zu müssen. In Real Life wäre das jetzt der Fall, so. Ja, GG. Okay.
Ganz einfach, wir bekämpfen ihn mit Stein. Sie bekämpft uns mit ihren Pokémon schäbig und dann bekämpfen wir auch ihre Pokémon genauso. Ah, nochmal, komm. Oh nein! Ah! Ja. Gut, Panferno schon mal bewältigt. Hä? Boreos? Ich habe ja gesagt, es kommen ja legendäre Pokémon vor. Aber dass gerade dieses als erstes erscheint, hätte ich nicht erwartet. Okay. Na, ja, okay. Das spielt uns keine Rolle. Boreos ist einfach Flug. Ist von den Trier Pokémon das einzige Pokémon mit einer. Mit einem Typ. Die anderen sind auch alle Flug. Sind auch alle Flug, aber haben dann dementsprechend noch einen zweiten Typ. Also Voltolos hat Elektroflug und Demeteros hat Bodenflug und Boreos ist einfach Flug, also einfach normal. Aeropteryx, ich weiß es nicht. Wir können versuchen mit Voltwechsel zu kämpfen. Nein. So. Aber sonst können wir auch eine Steinattacke einsetzen. Vom Voltwechsel. Nicht ganz down gemacht, aber spielt keine Rolle. So, ich nehme an, Aeropteryx beherrscht nicht eine Elektroattacke. Komm. Sehr gut. Nice. Hilde ist besiegt. Ach, der Bereich, willkommen. Sowas, da habe ich doch glatt verloren. Du bist wirklich stark. Aber du wirst bestimmt noch stärker werden und schreitest voran, oder? Wie weit wirst du es noch bringen? Wer kann dich aufhalten? Ich wünsche dir jedenfalls, dass du dein Ziel erreichst. Ja. Vielen Dank. Sieht der nächste Bereich eigentlich anders aus? Oder ist es immer noch in diesem Gelb? Dreamer, das Bereich 8 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Als Anerkennung möchte ich dir diesen tollen Preis überreichen. Oh, wir haben zwei Flinkfedern. Was für ein immenser Fortschritt. Außerdem kannst du dich jetzt an Bereich 9 versuchen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine weiteren Großtat. Okay, Leute. Das ging jetzt schneller als erwartet. Wir machen jetzt trotzdem noch den Bereich 9. Aber ich hole mir noch schnell was zu essen. Wir machen einfach noch Bereich 9 und dann machen wir 10 morgen zu guter Letzt. Es kommt danach, Bereich 10 kommt noch was. Also hier, es hat nichts mit dem Hochhaus zu tun, mit irgendwas anderem. Und dann machen wir Pokébot morgen. Die ganze Zeit Pokébot. Okay, ich komme gleich wieder. Bis gleich.
So. Ich bin wieder back. So. Machen wir jetzt wirklich noch. Welcome back. Hallo, hallo. jetzt machen wir noch schnell der 9. Bereich. Ich hoffe, das geht jetzt auch schnell, weil sonst ist es dann sehr in die Länge gezogen. Aber ist ja auch nicht schlimm für euch. Mehr Stream ist ja auch gut für euch. So. 9. Bereich. Dann machen wir morgen den letzten Bereich so als gründlicher Abschluss. Oder als guter Start eigentlich für den Stream. Okay, 13. Stockwerk. Eigentlich übelst Unglückszahl. So. Im schwarzen Hochhaus befindest du das gesamte Wissen der Menschheit geballt. Über den Horizont bis ins Weltall. Unsere Bestimmung ist es zu herrschen. Okay. Ja, mach nichts. Na. Ah. Instant Obsidianer. Jetzt sind die Pokémon so stark wie vor zwei Bereichen der Cheftrainer war. Ja, langsam wird's kritisch. Okay, sehr gut. Magnus Soul. Ich mache jetzt mal Armstoß. Komm schon. Ja, Mann. Instant Down gemacht. Geil. Glück. Das erste Mal wieder Glück. So. Und wer ist der Typ? Ich verrate dir jetzt mal was. Der Torwächter ist angeblich eine Frau. Okay. Ist eine Frau. Ich werde dich mit den Pokémon besiegen, die bei uns seit Generationen überliefert werden. Mach dich also auf was gefasst. Wait, what? Doppel, wait, what, what? Nein. Ah, es war nur Hyperzahn. Griffel. Ja, Griffel ist auch eigentlich einfach. Wir müssen als erstes auch mal den Doktor suchen. Okay, gut. Schon mal besiegt. Hallo? Drücke drauf, reagiert wieder nicht. Ich will dir einen Hinweis geben. Der Cheftrainer greift mit seinem Trick. Oh, danke, dass du uns. Oh, wir suchen den Torwächter. Ich will doch nicht wissen. Okay, ist eine Frau. Wir probieren jetzt einfach jeder weibliche Charakter aus. Okay, hier geht's hier durch. Okay. Okay, ist niemand weiblich, aber wir haben hier einen Arzt. Laternecto. Kann halt auch Psychoattacken. Je nachdem, ob Flambirex. Ja. Kann zum Glück eher angreifen. Gut so. Vorhin die Phrase ist Feuer, hä? Feuer irgendwas. Feuer Gestein, Feuer Boden, irgendwas so. Oder nur Feuer. In dem Eissurfer. Genau, Eisstrahl. Wow, Funkenflug. Aber wir lassen unser Team noch. Erst wenn es kritisch beschädigt ist. Gebissbug Level 68. Sehr nice. Nö. Auch nicht heilen. Okay, ich mache hier auch ein Save State direkt. Jetzt können wir auch schön uns hier bei diesem Bereich fortbewegen. Okay, es könnte schon sein, dass hier die wichtige Trainerin ist. Sie ist es schon mal nicht. Oh, ich hätte noch extra speichern sollen. Ups. Und du?
Puh, ich bin immer noch nicht im obersten Stockwerk angekommen. Es stimmt also wohl, was alle sagen. Das Hochhaus reicht bis in den Weltraum. Ich weiß nicht, wie weit ich noch kommen werde, aber jetzt kämpfen wir erstmal. Kämpfen wir sonst für eine Info? Ich will mal sehen, was wir für Info noch bekommen. X-Bart. Glück gehabt. Ja, klar, muss wieder irgendwas so. Oh mein Gott. Nein, und dann schreckt er zurück. Kein Bock. Es war ja niemand ein Trainer von ihnen. Leider wirklich niemand. Gehen wir schnell hier durch. Das ist ein Typ. Ich weiß nicht, ob es links weitergeht. Wahrscheinlich schon. Gehen jetzt mal hier nach unten. Okay, hier hat es auch wieder eine Dame. Nein, sie ist es leider nicht. Ist halt praktisch, wenn man das auch beim DS machen können, hätte machen können. Und hier wird es auch wieder weiter nach unten gehen. Aber es ist ein bisschen heikel, weil die Person so nahe dann neben uns steht. Hier hat es auch... Okay. What? Yo, das ist ja mal ein ganz neues Muster. Das haben wir auch noch nie gesehen. Oh shit. Ja, okay. Jetzt müssen wir wirklich safe vorgehen. Oh man. Ah, Baku, hallo. Hallo, hallo. Mir geht's gut, selber. Okay, schon gut. Wir sind jetzt gerade noch den 9. Bereich am machen. Das sie könnte sein. Okay, ich hoffe, bitte, bitte, bitte. Bitte, der Torwächter. Sehr schön, ein neues Versuchsobjekt. Okay, sie ist nicht. Sie ist es leider nicht. Hier ist auch zu. Das ist ein Mädchen. Es könnte sein, dass es nicht mal in diesem Stock ist. Doch, du bist weit gekommen, aber bist du auch bereit für das, was jetzt kommt? Keine Regeln, keine Fragen. Los jetzt. Ein Kampf sagt mehr als 1000 Worte. Das ist true. Jetzt habe ich auch ein bisschen die Orientierung verloren. Ich glaube, ganz oben rechts war der Doktor. Also dort müssen wir als erstes noch vorbeigehen, bevor wir zum Cheftrainer kommen. Ey, nein, jetzt haben wir einfach wieder Porygon Z als unser Gegner. Oh, man. So weit, so gut. Nice, freut mich. Nein. Ich glaube, wir haben Probleme, Leute. Wir müssen halt mal mit Ravigator vorgehen. Ich mache jetzt einfach Wutanfall, ist mir gerade egal. Okay. Dann kommt Eisstrahl, als ob. Als ob. Ach komm. Vor allem Porygon ist dann so nervig, weil es nur ein Normaltyp ist. Man kann es mit Bodenattacken gar nicht attackieren, richtig. Ich weiß nicht mal. Nein, Schweber hat es, glaube ich. Soweit ich weiß nicht. Oh. Das hätte doch ruhig killen können. Komm schon. Jetzt müssen wir dann wirklich schnell zum Doktor gehen. Ohne. Wartet kurz. Je nachdem, wenn wir das hier nicht schaffen, porte ich uns wieder zurück. Download hat es. Aha, als Fähigkeit. Ah, okay. Ich dachte gerade, hä, Download. Was macht ein Download? Die Fähigkeit von anderen herunterladen, keine Ahnung.
Ist doch einfach unfair. Ah, wir müssen halt jetzt so fighten. Ja. Ah, wirklich? Okay, geil. Ist sicher auch noch praktisch. Kann man halt immer unterschiedlich agieren. Aber ist sicher auch lästig, weil man halt nicht auf eine bestimmte Taktik sich festlegen kann. Aber hätte ich gar nie so gemerkt. Ja, okay, Porygon hat man auch nicht so viel. Oder nicht so viel im Team. Ich frage dir jetzt mal etwas. Der Torwächter steht still. Warte, was? Warte. Das war doch der Torwächter, oder nicht? Ich bin einfach... hab mich selber geprankt. Okay, hier waren wir doch nicht. Oh. Okay. Lost. Na? Hier ist der kleine Boy hier. Ich habe das Gefühl, die Person, die wir suchen, ist auf einer anderen Etage. Ja. Genial. Okay, gehen wir auf eine andere Etage. Weil ich glaube, das meiste haben wir jetzt eigentlich abgesucht. Weiter können wir ja nirgends mehr. Ja, ich versuche jetzt mal. Und dann haben wir einfach immer noch diesen Doktor hier ganz am Ende. So als Trumpfkarte. Falls wir noch mehr beschädigt werden, dass wir trotzdem... Ja. Eigentlich sollten wir auch gegen mehr Trainer kämpfen, dass wir halt mehr Infos haben. Das waren sie nicht, oder? Nein, das war das mit der Dramatik. Wo war das nochmal? Ich glaube einmal hier. Wie es immer Frame-Einbrüche hat, wenn ich es beschleunige. Ja, hier war der Arzt. Okay. So richtig verwirrend einfach. Erhöht beim Einwechseln einen Wert, weiß nicht genau welchen, aber gerade war es Spezialattacke. Aha, aha, das macht Download. Ah, okay. Also einfach immer random irgendeinen Wert. Sicher auch geil. Also, ah, gegen die zwei haben wir gekämpft. Ja. Die haben ja uns das gesagt wegen... Gut. Ich glaube, wir haben noch zwei verschiedene Stöcke. Ach komm. Ja, es bleiben nur noch die zwei offen. Oh no. Bitte. Bist du die Richtige? Ich bin eine Servierin. Schnell wie der Wind. Nein, du bist nicht der Torwächter. Ich bin der Torwächter dieses Bereichs. Ob du wohl stark genug bist, gegen den Cheftrainer anzutreten? Endlich! Endlich! Oh mein Gott! Lass uns im Kampf herausfinden, wie gut du bist. Oh man! weiß nicht, ob es random ist. Wird das Pokémon in den Kampf geschickt, wird sein Angriff um eine Stufe erhöht. Wenn die Verteidigung des gegnerischen Pokémon niedriger ist als dessen Spezialverteidigung, ist die Spezialverteidigung niedriger oder sind beide Werte identisch, wird sich stattdessen sein Spezialangriff... Okay, gar nicht... Okay, wenn man es gründlich durchlesen würde, kann man es sicher... in Doppelkämpfen werden die Werte beider Kontrahenten zusammengerechnet und anschließend die Summe miteinander verglichen, laut PokéWiki. Hm... Also dann ist es, je nachdem, nach den Werten, ist der Einfluss anders. Also wird ein anderer Wert erhöht. Okay. Eigentlich schon speziell.
Ah, komm, wir setzen Steinhagel ein. Und dann kommt sie mit Gena. Wenn wir jetzt nicht treffen, dann ist Flammirex down. Oh, yo. Okay, gut. Wir tauschen ihn noch vorher aus, bevor er einschläft. Also er schläft vorher ein. Okay. Na gut. Wusste ich das, dass es passiert? Nein, also... eigentlich hätte ich es aber voraussagen können. So. Göre Leslino. Spezieller Name. Manchmal habe ich eh das Gefühl, die Namen hier sind so ein bisschen random generiert. Also, okay. You get down! Nice! Ich gerade jetzt wohl in Vergessenheit. Oh ja. Ich habe verloren, du bist sehr stark. Dein Können verdient Respekt. Ich öffne jetzt das Tor für dich. Hä? Ja? Als nächstes wartet der Cheftrainer. Er befindet sich hier in diesem Stock. Dann versuche mal, ihn zu finden. Okay, wenn er sich ja in diesem Stock befindet, werden wir jetzt als erstes mal unser Team heilen. Und dann werden wir dorthin laufen. So, 13. Stock. Wir kommen ja schnell zum Doktor. Warum ist es so weitläufig? Na, schnell heilen, danke schön. Und wieder alles zurück. Ja. Aber jetzt wegen Download. Kann dann Download nur Porygon haben? War das auch gerade irgendwie bei PokéWiki? Weil meistens sind ja so wirklich Spezialtalente. Entweder können sie spezifisch sein, dass man sie nur bei einem bestimmten Pokémon bekommt, oder es ist halt generell so. Genau, können auch nur Porygon und... Okay, ich hätte einfach den Text... Frage instant beantwortet. Okay, Genius Aussage wieder von mir. Ich frage nach und... Wagu hat schon längstens geschrieben. Okay, können auch nur Porygon und Genesect, soweit ich weiß. Okay, dann haben wir die Frage beantwortet. Schon vorausgearbeitet, sozusagen. Oder ich bin einfach übelst zu spät. Oh nein. Was, hat das geklappt? Ich mach mal hier ein Safe State 2. Immer am Rand entlang. Hier ist das Tor nicht. Also wenn man schon von oben in einen Raum reinkommt, kann man schon komplett vergessen, dass hier das Tor sein wird. Oh, der war knapp. Okay. Oh nein, jetzt sind wir hier gelandet. Das sind eigentlich diese Bereiche, wo man vielleicht zu einem Kampf herausgefordert wird. Okay, ich glaube, ich habe die Position. Sollte hier sein. Nein! Oh, man! Oh, oh. Huh! Das wird noch schmerzhafter, als ich erwartet hätte. Oh, gut. Bist du hier der richtige Raum? Nö. Ich drehe mal wieder um. Vielleicht kommen wir ja so besser durch. Ja. Wir hatten einfach Abstand. Sehr gut. Okay, hier. Was ist, wenn man nach oben geht hier? Ah, dann kommen wir zu diesem Bereich. Warte, warte.
Ich glaube, wir haben das Tor gefunden, oder? Ah, nein, nein, nein. Nein! Noch schlimmer. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Jetzt sind wir aber wieder hier. So. Blitz. Ich mach mal wieder einen Save Point. Ist das nicht wieder passiert, was wir gerade erlebt haben? Ja. Nice, wir haben's. Zweitletzter Bereich. Letzter Bereich für heute. Wir machen dann den 10. Bereich morgen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind endlich. Oh, endlich. Jetzt ist die große Frage, schaffen wir es überhaupt, ihn zu bezwingen? Easy Dodge. Ja. Ja, wenn man Save Points machen kann, dann ist es wirklich easy. Aber im Spiel selbst, ich glaube, ich wäre durchgedreht. Ich weiß gar nicht, wie ich es... Ich glaube eben, also nach dem ganzen großen Spiel, also nach dem Hauptspiel, habe ich, glaube ich, gar nicht so fest weitergespielt. Damals, als es ja zu dieser Zeit rausgekommen ist und das neueste Spiel war. Wegen dem kann ich mich an so... Also am schwarzen Wolkenkratzer oder Hochhaus konnte ich mich so gar nicht erinnern. Vor allem nicht an das Innenleben sozusagen. Dir macht es wohl sehr viel Spaß zu kämpfen, oder? Tag für Tag immer zu nur kämpfen. Ich frage mich, was es wohl heißt, wirklich stark zu sein. Oh, tut mir leid. Ein Trainer darf so etwas nicht denken. Das wäre das Ende. Gut, dann zeig mir doch jetzt mal... Jetzt doch mal, was du so an Stärke verstehst. Oder unter... Oh Gott, ich kann wieder nicht lesen. Ja, Tricke Falo kommt als erstes. Level 77. Ich glaube, wir müssen morgen sogar ein bisschen mithelfen. Also, nachhelfen, sorry. Nein! Oh, come on. Okay, ein Erdbeben halten wir noch aus. Außer es ist ein Volltreffer. Halleluja. Oh mein Gott. Wir haben einfach Trinkefalo verkloppt. Sag ich jetzt mal. Ich finde Trinkefalo übelst ein nices Pokémon. Was mich ein bisschen stört, sind die Farben. Aber das ist eher... Entei? Erzwinger und Bedroher gleichzeitig. Da treffen zwei große Persönlichkeiten aufeinander. Ja, mach du Hitzekolle. Oh, jo. Alter. Boom. Oh, shit. Wie man instant meine Emotionsschwankungen sieht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mit Leben so ab, ja, ja, ist wirklich. Trikefalo mit Erdbeben, ja, ist auch übelst böse Kombo. Ich mach mal hier schnell so ein Safe State. Arctos, ich probiere als erstes mit Votola. Aber Eis ist genauso stark gegen. Ja, Käfer-Pokémon. Wegen dem, ist ein bisschen kritisch. Sehr kritisch. Aber mal sehen. Okay. Sonst, wenn er dann eher angreifen kann, machen wir Voltwechsel. Warte, ich habe ja bei 8 gespeichert. Jetzt mache ich mal schnell bei 6. So. Gut, wir können sogar eher angreifen. Ah, gut. Ja, doppelgut. Oh nein. Gar nicht gut. Ah. Oh, ja, bestimmt. Er bekommt einen Volltreffer. Ja, warum nicht? Okay. You get down. Als ob hat er überlebt wegen so wenig. Es tut mir jetzt wegen Voltola so leid. Armes Voltola. Aber nice, ey, wir haben den Cheftrainer hinter uns. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn er noch ein viertes Pokémon gehabt hätte. So lost einfach. Nice. Wir haben im Großen und Ganzen fast eigentlich alles aufgeholt mit den Leveln.
Ich muss dich für deine Stärke loben. Du bist vielleicht die Antwort auf meiner Suche nach wahrer Stärke. Der Junge, gegen den ich früher mal gekämpft habe, war genauso stark. Erzähle mir bei Zeiten alles über diese Kraft, die du für dich gefunden hast. Okay. Trikephalo ist doch eher speziell, oder? Ha, ja. Ja, auf das kann man auch nicht immer gehen. Es ist halt schon gut, wenn man auf das achtet, aber das ist nicht die Welt. Außer man geht auf Competitive und steht gegenüber gleichgesinnten Pokémon, wo dann das Level keine Rolle spielt. Also wegen dem Wayne. Aber ich weiß, was du meinst. Also Dracometeor, Finstaura etc. Ja. Kurz weg. Bis gleich, Waku. Ey, vielleicht sieht man sich gar nicht mehr. Also wir sind jetzt eh gleich fertig. Also wir sind fertig. Du hast Bereich 9 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Als Anerkennung möchte ich dir diesen tollen Preis überreichen. 2 Kraftfedern. Okay. Außerdem kannst du dich jetzt an Bereich 10 versuchen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine weiteren Großtaten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja. Diese Großtaten machen wir morgen. So. Hat trotzdem länger gedauert, als ich erwartet hätte. Wir sind ja durchgerusht, aber durch das, dass man immer die Trainer ja suchen muss oder als es herausfinden muss, wer der Torwächter ist, dauert das immer übelst lange. Jetzt müssen wir morgen das Ganze auf 4 verschiedene Ebenen machen. Ich hoffe, das kommt gut. Weil jetzt war es schon schwierig. Wenn wir morgen das nicht schaffen mit dem ersten Try oder so, und wir haben alles versucht, kommen auch bis zum Cheftrainer, dann machen wir es nochmal, aber boosten dann unsere Pokémon vorher noch auf, dass das alles klappt. Gut. Ey Leute, hab mich jedenfalls gefreut, heute wieder ein bisschen zu zocken mit euch. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wenn ihr das Video anschaut. Der Satz wird auch irgendwie langsam alt. Jeden Tag frühestens wäre ich hier auf Twitch 2 Uhr nachmittags, frühestens 2 Uhr nachmittags online. Der Satz war auch von der Satzbaustellung gerade übelst broken. Oh mein Gott. Danke auch so. Ey, danke Hamon, dass du da gewesen bist. Schätze ich jedenfalls. Danke für den Support. Danke für den Stream und alles. Ey, no problem. Immer gerne. Bin ja immer jeden Tag da. Ist ja chill mit euch. Also, es beruht auf Gegenseitigkeit. Und natürlich auch, klar, danke an allen anderen, die auch dabei gewesen sind. Danke an den Support, den täglichen Support. Schätze ich wirklich sehr. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwie noch einen Kommentar verpasst. Okay. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Classic Satz am Schluss. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Das ist der Classic Satz. Leute, man sieht sich. Bye bye.